Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA 3. So, ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt direkt zu Salvatore und mache nicht irgendwie Päckchen sammeln oder sowas, weil, ja, blöderweise, ich habe nämlich eigentlich noch was für Joey zu tun gehabt und, ja, das Symbol ist weg jetzt. Jetzt, du, und steht ein Auto? Okay. Weil ich möchte jetzt wissen, ob das jetzt, ob ich da irgendwas jetzt falsch gemacht habe oder ob das da wieder kommt, weil ja gut, wir haben sie natürlich jetzt alle dahin zu Salvatore gebracht, die sind jetzt alle da. Es könnte sein, dass das danach wieder kommt, aber dessen müsste ich mir jetzt erst sicher sein, bevor ich was losklaut, ja. Wow. Auf Piste mit Maria. Hey Maria, move your butt. Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Da sind wir wieder in der Limo unterwegs. Und dürfen diese Maria durch die Gegend fahren. Sie hat irgendwie einen anderen Musikgeschmack als der Rest der Mafia-Bande hier. Also recht gefallen tut mir es auch nicht. Also schalte mal um. Auf Lips, jo, ja. Nee, gefällt mir auch nicht. Game as a. Ja, ich weiß nicht, so die Musik hier in GTA 3 ist nicht so das Wahre. MSX? Genau so ein bescheuerter Scheiß. Da läuft eigentlich die beste Mucke. Hör mal das. Wo ich eigentlich jetzt auch gar keinen Bock drauf habe. Ah, mach mal das Radio aus. So, da läuft nur Gelaber. So. Da ist Chico. Halt neben ihm an. Ah, Mira, it's my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey. Maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Oh, die geht jetzt mal schnell ein paar Drogen besorgen da. Was eine Tussi. Ich glaube, die wollte ich nicht haben. Nicht unbedingt. So, wo muss ich eigentlich hin? Atlantic Keys. Okay, ich glaube ganz dahinter. Dann wollen wir doch mal. Machen wir hier einen kleinen Stunt. Und ich glaube da hinten ist schon, glaube ich. Fahren wir mal gucken. Ich hoffe, dass nach der Mission oder so auch wieder ja für Joey weitermachen kann. Weil wenn das nicht ginge, das wäre irgendwie bitter. Aber ich glaube, ja, auf jeden Fall brauche ich das, um 100% zu erreichen. Wenn das nicht geht, wäre das blöd. Da vorne ist die Party, setzt Maria vor dem Gebäude ab. Ja, ich warte hier auf dich, während du dich amüsieren gehst. Viel Spaß. Du kannst mich ruhig mitnehmen. Aber echt hier. Obwohl. Nee, der Claude ist nicht so der Typ, der sich mit Drogen vollpumpt oder so. Aber echt nett. So. Oh. Ja klar, ne? Rausgetratzt, ja klar. So klar. Oh ja, den schubsen wir mal gerade aus dem Weg. Den schubsen wir aus dem Weg. Ist klar, ist klar. So, Maria, komm, wir müssen abhauen hier. Dann mach, dass du rauskommst. Ja, komm, auch einsteigen musst du noch. Komm, wunderhübsch. Ja, ist ja gut. Ich hau ja schon ab. So, muss ich meine Sterne loswerden oder einfach nur Maria wegbringen?
dabei nur wegbringen, das reicht. Wunderhübsch ab zu Opala Salvatore. Habe ich hier jetzt eigentlich nur ausfüllen müssen, damit die Family in Ruhe miteinander reden kann oder was? Könnte natürlich sein, es würde zu der Antwort passen, warum Joey nicht verfügbar ist, seine Mission. So, aber mal gucken, was so los, was so abgeht. Also ich werde jetzt jedenfalls Missionen da machen, bis die Joey-Mission wieder auftaucht. Mal gucken. Ach komm! Toni kann man ja auch nichts mitmachen. Ich weiß noch, ob wir für Toni noch was machen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr Bullen könnt mich mal gerne haben. So, ganz fett. Könnt ihr mich gerne haben. Ja, da kommen sie nicht hinterher. Das ist ja mal nice. Ja, die Sternchen sind auch schon weg. Ist ja cool. Warum steige ich eigentlich aus? Bin doch blöd. Wunderhübsch. Wie der eben hochgeklitten ist. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you know, you treat me really good with respect and everything. Well, I better go. I'll see you around, I hope. Fein, fein. Ah! Oh, wunderbar. Sowohl das J als auch das T sind wieder da. Gut, wir gehen mal zu Salvatore. Curl is Geheimong, Mon Doctor. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Okay, wieder gibt's einen zum Abmetzeln. Wobei, packe vor Litius, gib Curly Bump, klammt gleich heraus. Okay, ich brauche ein Auto. Okay, ich glaube, den muss ich verfolgen oder so. Ohne, dass er mich bemerkt. Komm, steig ein. Dann fahren wir doch mal dahin. Oh, scheiße, so ein blöder Baum. Sonst kann ich doch auch einfach durch die... Nein! Komm hoch, du scheiß Karre. Geht doch. Geht doch. So, ich glaube, ich fahre erstmal hier runter. Mal gucken. Ja. Oder auch nicht. Na, fahren wir mal wieder durch die Baustelle. Und, ja, den fahren wir um. Der stand mir halt im Weg. Das will ich machen. Wer im Weg, rumsteht, wird umfahren. So, dann gehen wir mal zu Litius Club, wa? Darf ich auch nicht zu dicht auffahren zu Litius Club? Okay, da ist schon ein Taxi. Den muss ich wahrscheinlich hinterher fahren, ne? Dürfte so sein. Dann warte mal, bis er rauskommt. Kommt der bald? Oder dauert das jetzt Ewigkeit? Ah, da kommt er. Wunderhübsch. Schön mit Pfeil. Dann steig mal ein und fahr los, mein Gutster. Girl, er hat den Club verlassen. Folge ihm. Mach ich. Ja, klar, das Taxi bleibt natürlich erstmal an der roten Ampel stehen. Ja, ja, so ist das. Auf dass ich gleich mal zu dicht ranfahre oder so, ne? Boah, nicht zu nah ran. Na, wenn ich es zu weit wegfahren lasse, dann ist es auch nicht gut. Mann, jetzt verstellt mir, upsala, dieses Schreckometer doch auch noch das Bild. Komm, fahr weiter, so ist fein. Mann, der Balken geht so lahmarschig zurück hier. Das ist auch fürchterbar.
eben, wo will denn der hinfahren? Aber da vorne ist ja noch eine Abzweigung. Genau, die nimmt er nämlich. So, hinterher und meine Fresse, dieses Schreckometer, das ist ja echt furchtbar. Und wegen unauffällig Verhalten, ne? Das muss einem doch auffallen, wenn man da immer so in diesem gleichmäßigen Abstand hier einen verfolgt, ne? Unauffälliger wäre es, na gut, er würde mich halt sehen vielleicht durch den Rückspiegel oder so. Jetzt komm, fahr weiter, Mensch. Vielleicht fährt er eigentlich noch da hinten entlang. Ich glaube, da hinten irgendwo gibt es eine Schutzweste, die könnte ich mir mal unter den Nagel reißen. Ah ja. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, amigo. No, no, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Was er alles schnüffelt, der Kerl. Und da war auch wieder Gardalina. Knöpf dir Girlbook vor, warte mal. Kann ich von der anderen Seite aus machen. Ne? Wo ist denn der Drecksack? Ah, da ist er. Und tot! Bam. Hat er eine Knarre dabei? Oh ja, eine Schrotflinte. Oh, das hätte bitte enden können. Aber, hatte Glück. Was haben wir jetzt? Ich habe einen dringenden Job für dich. Donny! Jawohl. War da eben schon verfügbar, der Donny. Aber ich meine, hier wäre eine Schutzweste. Schon wieder. Import-Export-Garage. Portland. Genau, da ist eine Schutzweste. Wir haben Bestellungen für verschiedene Fahrzeuge. Näheres steht auf unserem schwarzen Brett. Jawohl. So, und da ich jetzt noch in der Nähe von, ja, wo auch immer ich hier bin, überall, bloß nicht in der Nähe von irgendjemandem. Wo zum Teufel? Ah ja, gut, hier komme ich raus. Gut. Hier geht's natürlich nicht raus. Hier ist eine Wand. Ja, ich wollte sagen, da ich jetzt hier in der Nähe von Joey bin, könnte ich ja noch mal eine Mission für ihn machen, ne? Ja, komm schon. Fahr. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Die Zeit ist noch, eine Zeit ist es noch drin. So, ein bisschen Abwechslung muss natürlich auch sein. Und im nächsten Part würde ich sagen, fange ich mal mit dem Hexensammeln an. Aber jetzt erstmal hier der tote Passagier. Ah! Oh. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the Crusher in Harwood, alright? Alles klar. Ja, jetzt dürfen wir wieder ein Auto verschrotten. Diesmal mit Inhalt. So, den fahren wir mal kurz über den Haufen hier. Selber schuld, wenn du da dumm rumstehst. So, das wird natürlich knifflig, weil wir werden natürlich nicht in Ruhe gelassen beim Auto zur Schrottpresse fahren. Ich weiß nicht, wir haben direkt schon angegriffen. Jetzt aber, nee, ich glaube erst, wenn wir ins Auto eingestiegen sind. Wehren kann ich mich auch nicht, ich habe nämlich keine gescheite Knarre. Also keine Uzi. Aber egal. So, die Forelli-Brüder, ja, da sind sie mit Sentinels. Ja, sind blöde Säcke. Aber ich guck mal, ob ich das hier hinkrieg. Ich schau einfach ab vor den
Ja, schubst mich ruhig. Das Auto darf nur nicht kaputt gehen lassen. Ich weiß nicht, ob das... Könnte natürlich auch sein, dass es schwierig ist, wenn hier die Körperraum aufgeht. Auf jeden Fall können wir ja schon mal reingucken. Da sieht man drinnen liegen den toten... Was ist das? Hier war es vor Rallye, glaube ich. Ein Toter vor Rallye. Das sind ja nicht nur die Leonis hier bei der Mafia. Genau, gibt es ja noch andere. Ja, die Forellis und die Sindacos. Haben wir ja schon in San Andreas von denen gehört. Und in Vice City haben wir natürlich auch von den Mafiosi gehört. Ich glaube, da war es Forellis. Ja, da waren es die Forellis in San Andreas mit die Sindacos. Ja, hier sind jetzt die Leones. Die voll am Mucken sind. So. Gleich schon mal abgeliefert, das Auto hier. Okay, wunderhübsch. Ich gehe mir gleich mal hier schnell ein Auto schnappen. Und verpiss mich. Oder wenn man immer gucken nur zu, wie das Teil verschrottet wird. Mal mehr. Zack. Fahrt damit. Bumm. Mission erfüllt. $10.000. Wunderhübsch. So, Ach, Salvador ist ja auch gerade gar nicht zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe, oder? Ah, für Joey können wir noch weitere Missionen machen. Okay, dann können wir uns also aussuchen, ob Joey oder Tony. Aber im nächsten Part kümmere ich mich doch erstmal um ein paar Päckchen. Also macht's gut und ciao.